Ding hin, so. So, ich glaube, von dieser Kletterpflanze habe ich jetzt genug erstmal. Und sollen wir uns jetzt mal straight in die Richtung hier buddeln, damit wir. Oder wie weit ist das? Nicht, dass wir jetzt hier ewig buddeln und wir kommen einfach nicht an. Weil ich wollte jetzt irgendwie ins Richtung Forschungseinrichtung gelangen. Eine Geldkassette. Es könnte natürlich sein, dass es das jetzt noch ein sehr weiter Weg ist und. Wäre weiter. Es wäre bitter, aber auf der anderen Seite hätten wir dann halt viele Rohstoffe. Jetzt erstmal kurz, ich muss mir eh noch gleich ein Bettchen machen. Und mich nochmal kurz hinlegen. Ah, oder Bandagen. Die Bandagen, die heilen mich dann. Heilen die mich dann? Die heilen dich, ja. Komm, ich mach mir jetzt auch mal ein Top. Bandagen. Hat mir jetzt mal 10 Stück gemacht. Denn über Bandagen kann man beim besten Willen nicht klagen. Und die heilen dich auch dann eine gewisse Zeit noch lange. Eine. Ich glaube schon, also auf jeden Fall geht dein roter Balken normalerweise hoch. Perfekt, wir brauchen die wieder so ein verschissenes Bett, wisch. Ja, das passt ja perfekt. Dann hole ich gerade nochmal so eine Pflanze hier. Wenn man aus denen die Bandagen machen kann und die hier überall rumhängen. Oh Mann, wo sind jetzt die Bandagen jetzt nochmal? Ah, hier bei Fragezeichen, okay. Was verbrauchen die eigentlich? Was brauchen wir da? Ach, nur diese Pflanzen, okay. Nur die Pflanzen, ja. Das ist richtig nice. Dann mache ich mir jetzt mal 15 Stück einfach. Craft. Und legt ihr mir mal ins schnell. Ah, die sind schon im Schnellinventar. Das ist genial mit den Dingern. Ich hab 31 davon. 31 Plant Fiber. Also hier rüber buddeln, meinst du? Ah, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch nicht laufen sollen. Ich weiß jetzt nicht. Ich versuche mal mit der Taschenlampe ein bisschen weiter zu leuchten, ob da irgendwie Hohlräume kommen. Sieht man nicht so genau. Wir können ja noch ein kurzes Stück hier lang buddeln. Mhm. Dann sehen wir es ja gleich. Also nach oben kommen wir dann wahrscheinlich eh wieder raus, nehme ich an. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Oh, hier ist auch Eisen drin. Geil. So. Sehr, sehr schön. Das ist Kupfer. Auch noch ein bisschen. Hier gibt es wirklich jede Menge an Mineralien, also auch verschiedene. Eisen, Kupfer, Silber. Habe ich gestern auch viel entdeckt. Das ist echt geil gemacht, wirklich. Fällt man voll die Sammelwut. Man will alles haben, jedes Item, das es hier gibt. Ich bin so wütend. Ich mache mir noch gerade schnell ein paar Fackeln für uns. Ja. Fackeln. Wie viel könnte ich machen maximal? 31. Dann mache ich halt mal 15 Stück. Dann habe ich erstmal Ruhe im Karton. Mhm. Ruhe in der Kartonage. Schnell in die Schnellleiste noch reinpimmeln. Die Kartonagenfabrik ist wirklich sehr ruhig. Ein beruhigendes Spiel, echt. Das kann man einfach spielen und vor sich hintödeln. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Ich habe jetzt dieses Terraria zwar noch nie gespielt, weil es sieht ja grafisch ähnlich aus, aber das gefällt mir. Das auch schon optisch so ein bisschen mehr. Und auch schon dieses... dass du dich hier halt auf verschiedene Planeten beamen kannst und so Geschichten. Das ist einfach, weiß ich nicht. Echt fett. Für mich irgendwie ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche Team war. Auf jeden Fall ist es der gleiche Designer gewesen, der das hier gemacht hat. Ich weiß nicht, ob jetzt auch die restlichen Entwickler genau dahinter waren. Aber mir gefällt es auch. Ist richtig, richtig fett. Wie es. Ah, hier kommt jetzt wieder gleich die normale Erde. Da kann ich mich schneller durchbuddeln, weil das dauert ja echt ewig hier mit den Steinen. Das habe ich aber auch schon 140. Auf der Oberfläche ist es übrigens wieder dunkel. Okay. Wir können halt wirklich einen Teil der Wände halt abbauen und uns Eisen extra machen. Da wäre das Buddeln auch erheblich schneller, denke ich mal. Mhm. Aber vielleicht sind wir auch gleich da. Ja. Zack, 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 zack. Alles abhacken. Wie schön schnell das hier geht in der Erde. Oh, ich brauche jetzt gleich mal noch eine Fackel. So. Ich weiß gar nicht, ob wir tief genug sind für die Höhle. Dip, 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 dip. Buddelst du oben? Oh, hier ist schon wieder ein bisschen Wasser. Ich buddel jetzt gerade oben auch in die Richtung und halt so leicht nach unten. Also eventuell stoße ich vielleicht auch auf deinen Gang gleich drauf. Ach, ist das geil. Oh, was ist los?
Ah, ich bin hier gerade ein bisschen auf Gegner gestoßen, aber ich bin dann gerade am Wegklatschen. Body Slam, dieser Body Slam. Ach, die Fetten. Der hält ziemlich viel aus. Ja. Also da muss man schon ein paar Mal draufklatschen, dass der weg ist. Mhm. So, jetzt ist er weg. Aber jetzt auf jeden Fall mal hier eine Fackel hin, weil ich sehe gar nichts. Oh, ich habe hier wieder, entweder ist das Stein oder was anderes. Ich kann es nicht richtig sehen. Ah, nee, das ist nur Stein. Ah, okay, das führt im Prinzip. Ah, okay. Bist du in meinem Gang gekommen oder wo bist du? Nee, ich bin noch fast an der Oberfläche oben. Ich bin zwar jetzt Richtung rechts, aber ich habe gerade Hunger. Das heißt, ich muss jetzt sowieso zurück, mir das Fleisch zubereiten. Ja. Oh, hier ist auch wieder viel Eisen. Ah, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt mache ich hier noch ein Fäckelchen hin. Gar nicht, wie weit diese blöde Forschungszentrale da noch weg ist. Doch gar nicht. Achso, wir haben hier unten gar kein Lagerfeuer, ne? Doch, Scheiße, muss ich noch schnell machen. Ich bin dabei. Ja, guck mal, ich. Okay, dann komme ich mal in deine Richtung. Jetzt hier in meinen Gang rein. Ich muss mich innerhalb aufheizen jetzt. Oh, das ist aber ziemlich weit gebuddelt schon. Mhm. Es larft. Okay, gut. Dann, Dann nehme ich meine Steaks. Nee, ich glaube, ich muss erstmal das Lagerfeuer anwählen. Ja, genau, so mit der Maus drüber und E. So, und dann hier rein und cook. Ach, apropos. Es gibt übrigens auch einen Kochtisch, ne? Also da kann man, ich weiß nicht, was man da zubereiten kann, weil eigentlich kann man ja hier das Essen ja schon warm machen. Vielleicht kann man da auch mixen dann irgendwelche Sachen. Das kann sein, ja. Stein und Erde zu einem leckeren Soufflé. Mm. Ach, habe ich jetzt einen Ofen geschenkt bekommen, weil ich das Ding benutzt habe? Oder habe ich jetzt die Möglichkeit, eins zu craften? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe immer so ein Bild. So einen Ofen abgebildet. Und dann habe ich aber nichts im Inventar drin. Wann siehst du das? Da gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eins zu craften, wenn wir es wollten. So, jetzt muss ich aber ganz dringend hier essen. Ah. So, nam. Hallo, Essen. Hat einer wohl gerade anfangen zu piepsen, du der alte Bock. Guck mal, wie das aussieht. Taschenlampe in einer Hand und ein riesengroßes Steak. Fever Night, Fever. Deine Mutter stinkt. Diese Mongos in der Höhle. Die zwei Idioten in den Höhlen unterwegs. Ja, Stein. Ich glaube, dass da unten ist gleich was kommt. Ich liebe diesen Stein. Ich liebe diesen Stein. Lalalala, ich scheiß mal in die Box. Hey! Ja, da drüben ist es. Rechts. Siehst du schon was? Ja, das ist diese knallrote Kammer, aber ich glaube, wir kommen von hier gar nicht rein, ne? Weil das war vorhin einfach nur Eisen, dann eine komplette Wand aus Lava und dann wieder Eisen. Das ist natürlich unvorteilhaft, um da einzudringen. Ja, ich sehe es gerade, scheiße. Wenn wir von unten, können wir von unten irgendwie durch? Das ist auch Lava, also vielleicht ist in der Mitte ein Gang oder so. Ja, in der Mitte ist ein Gang. Unten. Ich komme runter zu dir. Ich sehe das noch gar nicht. Warte mal, sehe ich das mit der Taschenlampe? Nee, auch nicht. Wenn du auf STG drückst, nach rechts gehst, siehst du es auf jeden Fall. Ah ja, okay. Sieht nicht schlecht aus. Aber wir fallen wahrscheinlich runter, ne? Dann müssen wir uns erstmal was hinbauen. Ja. Das sehe ich. Das ist nicht schlecht. Da können wir uns ewig viele Fackeln erstellen. Und unbedingt, wir brauchen Kisten. Wir müssen uns vielleicht so einen kleinen Truhenraum errichten, wo wir unseren ganzen Kram mal hinsortieren. Ja. Weil dann mache ich mal mein Inventar leer. Ich bin auch zugeschissen mit Zeug. Wahrscheinlich, wir wollen da rein. Ja. Geil, wie riesig das ist. Danger. Ich kann mal irgendwo einen Knopf drücken, dann kommt die Lava reingeflossen. Es gibt doch auch Knöpfe, ne? Habe ich gesehen in irgendeinem Video. Mhm. Da haben welche so irgendwas mit Wasser gemacht und haben dann auf den Knopf gedrückt und dann kam das Wasser da plötzlich rausgeflossen oder reingeflossen. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Müssen wir irgendwie noch rausfinden. Wahrscheinlich brauchen wir halt auch irgendein Material, was ähnlich wie Redstone ist. So, ich baue mich jetzt hier gerade durch. Geil, ey, wie riesig das ist. Ist das Glas? Ich glaube, das ist Glas, womit das die Lava da
umwunden ist, weil man kann unten bei dem unteren Lavabecken kann man dann hinten die Steine sehen. Mhm. Geil. Da können wir so ein Gate hinmachen. Weißt du? Mhm. So eine, ich habe das noch im Inventar drin, so eine Ship Door. Die wird da perfekt reinpassen. Ich halte es mal kurz raus, um die Höhe zu sehen, was wir da bräuchten. So wäre sie. Ach so, hier vorne meinst du? Ja. Ja, kann oder ich platziere sie hier hin. Ja. I'm eingesperrt. Shit, I'm gonna die. So. Das ist so quasi der Gate nach draußen in die Wildnis, in die Farmwelt. Mhm. Und hier drin ist dann das Schiff. Aber das würde ich auch noch abbauen, so rein optisch. Ja. Damit es eine Höhe hat. Schlagen wir um. Jetzt baut er zwei ab. Warum macht er das? Ich habe den nur zu dem einen Block hingezielt. Weil deiner bestimmt Base ist. Deiner ist ein Baser. Deiner ist ein Baser. Naja, dann baue ich das hier auch noch ab. Guck mal hier. Danger, Danger. Überall. Warnung, Warnung. Lava. In der Nähe. Ich kann die Lava aufschlagen. Gucken, wie sie runterfließt. Wie sie hinunter wabelt. Sie werbelt und marbelt. So. Ah ne, das ist ein Server. Den will ich nicht irgendwo hinsetzen. Hier. Der Server, Mensch. Gustav, der Server. Gustl. Oh, zwei Wachen da unten. Die kommen. Are you fucking kidding, man? I'm kidding, yeah. It's true. It's true lies. Aber ich kann so von hier beide killen. Ich kann die einfach auf die Köpfe schießen. Die kommen nicht hoch. Man kann auch durch diese Treppen, ne, diese Stufen, da kann man einfach durchschießen. Weißt du, die sind unter mir und ich schieße. Oh, mich hat einer getroffen. Fuck. Ich bin nicht unten bei denen. Shit. Ach man, die Schnellleiste könnte fast noch größer sein. Ich will schon wieder irgendwas platzieren. Ich hab einen gekillt, ein anderer schreit: You killed Moonliver und rennt auf mich zu. Ach, oh, schade, schon weg. Cool. Red Stimpack. A Stimpack full of red liquid und dann blue liquid. Und hier ist noch mehr Danger. Bist du jetzt nach oben oder bist du nach rechts? Ich bin nach rechts. Ich habe jetzt fast 1000 Pixies oder Pixels oder wie die heißen. Ey, was ist das? Ich habe eine Hacke. Ich habe irgendwie eine Hacke von denen geklaut. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich hab dem was geklaut. Guck mal hier. Guck mal, das sind ja eigentlich Kisten mit 16 Slots. Die nehmen wir jetzt mit. Ja. Das sind unsere Truhen. Oh, der eine sagt, guck mal, der will's wissen jetzt. Johnny. Oh, ist der, komm schon, Johnny Cash. Ich bin weit weggeflogen. Oh, ich hab ihn die Treppe runtergeschossen. Die hat Johnny. Bam. Oh, voll die Kopf. Ja, ich hab, ey, der hat eine Axt gedroppt, ne? Eine große Axt. Echt? Ja. Warte mal. Geil. Wo ist denn jetzt die? Da oben ist eine normale Kiste, sehe ich gerade. Alter, der hat echt hier oben. Hier, also eine Two-Handed Axe. DPS, ne, ist doch Damage per Second, oder wie? 13, mhm. Swing Speed 1,45, Damage per Swing 9. Und das Schwert hat DPS 4. Alter, die Axt ist ultra, ultra hardcore, Ponys. Können wir die überhaupt? Ah, jo, guck mal. Hey. Ist die zum Kampf gedacht, ne? Also jetzt nicht, um irgendwas abzubauen. Ich geb's dir mal, guck mal hier. Du bist so einer mit Bart, du brauchst so eine fette Wumme. Ich hab hier das ist auch eine Waffe hier, das Ding. Das ist zwar nicht so stark. 13 DPS. Ich guck grad, wo ist meine jetzige eigentlich? Das ist mein Wo ist mein jetzige Wiper? Ach, die ist da oben. Hier sind Flares drin. Yeah. Mit Rechtsklick kann man sich immer die Hälfte rausholen, ne? Ich hole mir 4 DPS. Ich hole mir überall die Hälfte raus aus der. Ach, wir schmeißen eh oben alles zusammen, ne? Ja, dann komm, ich hole jetzt hier alles raus. Guck mal, hier ist noch eine Truhe, ne? Mit 16 Slots nehme ich auch mit. Genau. Danke für die Waffe. Bitteschön. Meine Original hat 4 DPS gehabt. Die hat jetzt, glaube ich, 13 oder so. Ja, meine hat auch 4. Jetzt die jetzige. Also, ich habe jetzt hier, das Ding hat 12. Wie viel hat deins? 18. Warte, ich schau nochmal kurz. Och Gott, bin ich tief. 13. Das Swing-Ding, die ich hab, hat 12 und Damage per Swing, aber dafür 11. Ich glaube, so viel hatte die Axt nicht. Oh, Achtung, ganz unten ist Lava. Do not enter. Tja, das sagen sie uns. den Brassern. Oh, was ist denn da? Siehst du das komische Teil? Nuklearer Atombomberkern. Ich sag das. Guck mal, die haben keine Chance, die Bitches.
Das ist so geil. Ja, die werden wahrscheinlich wieder geile Sachen. Ey, du hast fettere Pfeile als ich, hab ich's nicht gesehen? Ah, jo, du schießt voll die Riesenpfeile und ich schieß so kleine Mädchenpfeile. Ja, guck, ich hab alle Waffen gedroppt. Jetzt kann ich mir auch so eine Axt holen, wie du eine hast. Warte, ich hol mir mal das erste Ding, den Rest. Ja? Das ist so eine Axt. Jetzt hab ich auch eine. Wo sind die? Wie viel DPS? Suchst du gerade? Hattie. Ah, da. Komm mal her, ist Haufen Geld. Weniger. Die hat nur 12 DPS und 8 Wing per Damage. Was ist das hier für ein Ding? Hol dir mal den Rest. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Alter, hat mich jetzt ja eben gesprengt. Das Ding hat dich komplett zermatscht. Ich bin rein auf irgendwie. Ach du Scheiße. Ey, du musst unbedingt herkommen, hier liegt noch ein bisschen Geld für dich. Soll ich das Ding jetzt abbauen? Was ist? Ja. Was mach ich? Es ist jetzt funktionslos. Das Ding kann man jetzt nur noch. Man kann es auch mit E nicht aktivieren. Alter, oder? Ja, also dann stirbst du. Also ich habe es zumindest gerade eben. Alter, ey. Ich habe jetzt. Ich glaube, ich habe ungefähr 500 Geld verloren oder so. Ich hatte ja fast 1500 jetzt gegen Ende. Und habe jetzt. Oder nee, 1300 hatte ich. Ich habe jetzt auf jeden Fall nur noch 872. Okay. Das hat mir ja schon ordentlich in den Arsch gepumpt da. Hier ist auf jeden Fall Ende. Hier ganz zum Schluss ist noch so ein Chemikalienraum. Mhm. Das ist irgendwie viel mehr Kohle als ich. Dann baue ich hier mal auf jeden Fall den Rest ab. Naja, nimm. An Geldkassettes. Ich glaube, eine Tastatur. Ich muss hier ein paar, immer manchmal zweimal auf D hämmern, damit das annimmt. Entweder ist die Batterie leer. Ich habe hier so eine Funktastatur. Ich habe jetzt meine Tastatur leider auswechseln müssen. Hier, dass wir, ne, meine leuchtend und sowas richtig geil. Voll viele Tasten schon schön abgenutzt. Aber plötzlich hat ja Y, X, C und V nicht mehr funktioniert. Und Enter auch nicht mehr. Und ich konnte zwar manchmal draufhämmern, dann ging es, aber jetzt geht's gar nicht mehr. Und jetzt habe ich die Tastatur vom Böppchen gerade. Und ich habe meine ultramäßige Gaming-Tastatur. Habe ich denn diese komische Kacke hier? Ah. Oh, Alter, die Axt sieht ja pervers aus, die ich hier gerade hab. Eine fette Kampfaxt. Aber hallo, den musst du dir gleich mal angucken. Ich glaube, die sieht nicht ganz so aus wie deine. Sieht ein bisschen. Sieht irgendwie fetter aus. Ja, da sind so Dornen dran. Boah, ich brauche aber ewig, bis ich bei dir bin. Wir sind ja runtergeklettert, gell, an der einen Stelle, ja. Also eigentlich gibt's bei mir nichts mehr Interessantes. Oh, bis auf, dass ich Hunger hab. Ah, da bist du ja. Ah, da ist er, ja. Die Axt? Ist der denn auch genauso? Boah, auf keinen Fall. Viel kleiner. Obwohl wie viel DPS hatten die? 12. Also die ist schwächer als die. Sieht richtig fett aus, das ist meine. Alter. Was ist jetzt hier von mir übrig geblieben? Was ist das? Scheiße wahrscheinlich. Ach stimmt, ich habe hier Fleisch. Was mache ich mir da in die Hose? Das ist Materie. Das war echt der Kern von. Das war der Kern der ganzen Angelegenheiten. Ich habe ihn kaputt gemacht, ich Dödel. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt rausgehen, ist die Welt untergegangen, alles zerstört. Ah ne, du warst gerade draußen. Da hinten war nur so ein kleiner Chemikalienraum, Regale, wo Flaschen drauf waren. Das habe ich schon alles abgebaut. Okay. Und sind wir jetzt so weit durch eigentlich? Hier drin schon. Schau mal kurz, hier geht's jetzt auch nicht mehr weiter. Ah, das ist echt Glas, ne? Ich baue gerade das Glas von der Lava ab und ersetze damit Scheiße. Ich gucke mal kurz, wenn ich das hier jetzt abbaue, was für ein Material das hier ist. Das interessiert mich noch, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Bist du runtergegangen oder hoch? Nee, ich bin jetzt wieder oben. Oh fuck, unten ist ja echt, ich mache jetzt hier ein Loch in die Lava. Unten ist ganz unten ist Lava, ja. Ich mache jetzt hier ein Loch gleich rein und gucke, wie die Lava dann da runterfließt. Wall. Was? Wall Panel. A colorful wall panel. Nee, das ist kein Eisen. Das ist irgendwas Spezielles. Ich nehme jetzt aber mal gut was davon mit, weil vielleicht, wenn wir uns ein Häuschen bauen, glaube ich, sieht es gar nicht mal so schlecht aus, die Dinger hier. Ja. Aber die bauen sich sehr langsam, ob das ist der Nachteil. Nee, da kommen wir nochmal mit, wenn wir eine gescheite Axt haben. Guck mal, die Lava. Dann können. Wie sie hier voll ausläuft. Was hast du gemacht? Ich komm nicht so weit runter. Ich habe hier unten die Lava aufgemacht, ganz unten, ne? Da habe ich jetzt an der Seite die Lava aufgemacht und lasse es so runterfließen. Ich wollte gucken, wie das so aussieht. Wie Wasser eigentlich auch. Guck, siehst du das hier? Hm. Ist cool gemacht irgendwie. Jetzt hier wahrscheinlich stabilisieren. Ich mache hier mal zu für alle Fälle. Geil. Da bleiben irgendwelche Reste zurück. Was ist denn das? Wir sind Ablagerungen. Rohrablagerungen. Da haben wir auch direkt Glas. Brauchen wir diese Schränke? Das ist ja eigentlich nur Optik, oder? Machen nichts. Ich lasse die einfach mal liegen, weil ich glaube nicht, dass die uns irgendwas bringen.
Ja, lass mal den, genau. Magma Rock. Ich habe Magma Rock gefunden. Ich habe einen Rock gefunden. Hört sich jetzt direkt an. Hoppa. 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 Tante Maria. Und meine Mutter heißt Maria.